einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich habe einen neuen Spielstand gestartet. Wir haben unseren Saisonmod haben wir jetzt hier drin. Wir haben es jetzt Frühjahr. Was wir gemacht haben ist, wir sind hin, haben uns erstmal dieses Grundstück hier gekauft, wo ich gerade mit der Maus bin, wo wir Schweinefutter herstellen und Ferkel werden dort auch gemacht. Wir werden uns dann hier haben wir für euch was anderes jetzt gesagt, haben wir jetzt hier schon mal diese vier Felder gekauft. Auf Feld 61 haben wir Weizen, das ist hier. Dann haben wir Zuckerrüben auf Feld 60, Mais auf Feld 58 und auf Feld 77 haben wir Sojabohnen. Wir werden uns dann so hochwirtschaften, dass wir diesen Teil hier kaufen. Das ist der Schweinezucht oder Schweinehof ist das, werden wir uns dann anschaffen. Das geht von hier unten, das heißt von hier hoch bis hierhin. Das machen wir später. Wir haben uns auch schon mal Anfangsfahrzeuge geholt. Die recht günstig sind. Jetzt werden wir. Ach, anders geht's nicht. Siehst du, hier wollen wir nur noch gleich. Werden wir eben noch mal kurz ein. Das können wir eigentlich jetzt entholen. Das kostet nicht viel. Ein Gewicht machen wir 2150, ja, holen wir uns das Gewicht, können wir machen mal die Farbe, so, können wir holen. Wir brauchen auf jeden Fall Weizen, Wasser. Und wenn ich es vorhin richtig gesehen habe, brauchen wir auch Kartoffeln. Das werden zeigen wir, warte, wir gucken jetzt noch mal. Aber ich meine auch, dass wir auch Kartoffeln brauchen. Hier ist unser, hier ist der kleine Hof. So, hier ist der kleine Hof. Also hier ist dann die Anlieferung, einmal Anlieferung Mutterschwein und Abholung Schweine. Das heißt, da werden auch Bulliferkel sein. Hier haben wir dann die Produktion, genau, wir brauchen Getreide, das heißt, könnte Weizen, könnte auch Gerste sein. Alles, was getreideartmäßig ist, Wasser und Kartoffeln, dann kriegen wir unseren Schweinefutter. Dieses werden wir dann mal gucken, wo wir es dann später lagern, weil da können wir ein bisschen was produzieren. Dann haben wir, wie gesagt, hier sind dann die Mutterschweine, wo wir auf jeden Fall Stroh brauchen. Dann brauchen wir hier nämlich Stroh, Schweinefutter, Wasser, Mutterschweine. Und dann kriegen wir natürlich raus, wie ihr seht, Mist, Gülle, Ferkel. Mist, gar nicht schlecht, bräuchten wir für die Felder. Gülle können wir auch für die Felder benutzen. Ferkel brauchen wir dann später für Hof 1 und Hof 2. Das war erstmal das. Hier haben wir dann eben noch ein Dreier Garagen. Hier haben wir schon mal das dahingestellt. Und wir fahren eben kurz zum nächsten Abteil. Ups. Jetzt fahren wir mal so. Eben über den Rasen.
Dann haben wir hier ist ja noch so ein kleines Haus, das gehört auch noch zu uns. Passen wir durch. Ja, eigentlich nicht. Weiß ich nicht, was hier ein bisschen eingemauert, weiß ich jetzt nicht. Hier kann man was unterstellen und dort haben wir dann unser Lager, wo wir die Sachen einlagern. Jetzt haben wir es Frühling und wir können im Frühling, das habe ich vorhin schon gesehen, auf jeden Fall Weizen ansehen. Was wir jetzt auch schnell machen, weil Weizen brauchen wir. Also werden wir jetzt Weizen ansehen. Wieso? Ach so. Sagt mal, was ist das denn jetzt hier? So, ich will das jetzt hier ein bisschen gerade haben. Also, ich rutsche aber immer weg. Warum, weshalb? Keine Ahnung. Das ist doch jetzt hier. Ach so, man sollte vielleicht auch den hinteren Teil nehmen. Das ist nicht hinten, das ist hinten. Jetzt haben wir das. Dann müssen wir Z Weizen haben wir. B und wir starten. Naja, ich weiß nicht, warum das nicht gerade geht, aber normalerweise. Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich rutsche hier weg. Kam es mir jetzt nur so vor, dass ich hier wegrutsche. Dann kam mir das gerade nur so vor. So, ich hoffe, ich mache es jetzt richtig. Also laut der Liste tut man im Frühling Weizen ansehen. Dazu muss ich auch sagen, ich spiele auch das erste Mal Saison. Was sehr interessant wird, auch mit dem Winter und so. Auch hier ist die Grafik schön verändert, man sieht das auch. Also, ich finde das gut. Ich hoffe, ich mache es richtig. Weil man kann auch nur bestimmte Sachen in den Jahren aufbauen, was ich auch gut finde. So viele Felder haben wir nicht. Ich hatte ja vorher genau die ersten zwei Videos, wie das auch rausgekommen ist, bin ich ja angefangen mit der Hasenzucht. Hatte ich bis jetzt auch noch nie gehabt, fand ich auch gut. Aber ich hatte mir überlegt, jetzt wenn wir jetzt hier das mit den Saison machen, machen wir nur einen Spielstand, fangen wir mit den Schweinen eigentlich an, weil ich will ja auch später für die Produktion haben, wo man ja auch Fleisch und so braucht und dann will ich ja auch mit Milch und so haben. Deswegen habe ich Juli, fangen wir doch jetzt hier an. Wir fangen aber mit den Schweinen an. Wir fangen jetzt auf diese Art an. Dann haben wir auch, wenn der Winter ist, ein bisschen was zu tun. Dann können wir uns in der Winterzeit dann
um die Tiere kümmern. War so mein Hintergedanke, warum, weshalb ich dann jetzt so anfange. Und mit Kopfsalat und mit dem Rotkohl, das ist auch nochmal Fakt, verdient man nun mal nicht viel. Das werde ich später machen. Ich weiß nicht, warum ich immer wegrutsche. Später machen. Wenn wir da ein bisschen haben und da nicht mal so Nebeneinnahmen haben wollen, können wir das mit den Salaten machen. Was wir auf jeden Fall noch, fällt mir noch brauchen, ist auf jeden Fall, wir haben noch 393 für Pflanzenschutz auf jeden Fall, weil ich meine, dass wir auch Pflanzenschutz immer draus machen müssen. Das ist für mich auch die Premiere, gerade hier mit der Saison ist auch für mich die Premiere. Aber bis jetzt mache ich das wohl richtig. Also, weil das Zeichen, weil ich hatte extra nachgeguckt, wenn man Alt und S drückt, dann kommt man auf der Saisontabelle. Und da stand drauf, Sehen im Frühling. Also wenn wir das auch im Frühling machen, was ich mal gucken muss, ist, man verbraucht eigentlich ziemlich viel. Samen und Dünger habe ich so den Eindruck. Also werden wir sehr wahrscheinlich hier wieder nachtanken müssen. Oder mir kommt das nur so vor, aber ich meine, dass der Verbrauch von Saat und Dünger hoch ist. Gegenüber andere Maps. Aber es kann auch daran liegen, weil ich habe auch eine ganze Zeit ja Schwarzen gespielt. Sind die Felder noch mal ein bisschen kleiner? Kann das auch daran liegen? Aber die sind jetzt auch nicht so groß, dass man sagt, boah, das schafft man nicht. Von daher, die sind auch, finde ich, noch vollkommen in Ordnung. Sind nicht zu groß, nicht zu klein. Von daher, das ist schon vollkommen in Ordnung. Manche haben gesagt gehabt, ja, in Singleplayer schafft man das alles gar nicht, kann man gar nicht spielen oder es ist unmöglich. Nee, man kann es im Singleplayer auch spielen, das ist nicht unmöglich. Das ist ja auch, haben ja auch schon viele gesagt gehabt, auch in anderen Videos. Man muss hier nicht alles haben. Ne? Man muss nicht jeden Hof haben und was ich was. Braucht man nicht. Wie gesagt, werden auch nicht alle Höfe nehmen. Wir werden die Höfe hier in den Umkreis, wo unser Shop ist, irgendwann den Schafhof uns anschaffen. Wir werden den Milchbetriebhof uns anschaffen wegen der Milch.
und machen das aber auch nur wegen der Produktion und das war es. Also die unten die ganzen Höfe werden wir uns nicht anschaffen. Einzigste ist eben noch, was noch sehr interessant wäre, ist, das habe ich bis jetzt zum Beispiel auch noch nie gesehen, auf keiner Karte, wirklich bis jetzt noch nicht, ist die Schneckenzucht. Ist auch für mich die Schneckenzucht auch Premiere. Finde ich auch so sau cool, so eine Schneckenzucht. Dann auf jeden Fall irgendwann die Hasenzucht. Warum nicht? Und sonst unten die ganzen Höfe werden wir nicht alles nehmen. Also wir werden jetzt nicht jeden Sägewerk nehmen. Da reicht eigentlich ein Sägewerk. Da werden wir nur unten den Sägewerk nehmen, wo die Hasenzucht ist unten. Weil man dort alles ein bisschen näher hat. Da muss man nicht so viel fahren oder so weit fahren. Aber das weiß ich noch nicht, weil wir brauchen ja auch für die Schafzucht, wenn ich es richtig gesehen habe, Paletten und Kartons oder nur Paletten. Bin ich noch nicht ganz sicher, aber ich meine, dass ja, Paletten, was ich da gesehen habe. Es können aber auch Kartons sein, wie gesagt. Ich weiß nicht alles, das werden wir aber nach und nach auf dieser Spielfeld erfahren und feststellen. Aber das müssen wir uns erstmal alles erwirtschaften. Ich meine, man muss ja erstmal Geld haben. Dann weiß ich auch noch nicht, wie das mit Saisonmod ist, wie funktioniert das, wie sieht das mit der Ernte aus, wie ist überhaupt hier so der Punkt. Deswegen kümmern wir uns jetzt erstmal da um das, um die Produktion der Schweinefutter, dass wir die Produktion da starten, Schweinefutter herstellen. Und dann das Geld erwirtschaften, dass wir uns den Hof für die Schweine kaufen und dass wir dann da mit den Schweinen anfangen. So, hier müssen wir gleich auch, denke ich mal, nachtanken. Aber ich finde trotzdem, auch hier mit der Saison, bin ich ganz ehrlich, ich finde, das sieht saugeil aus. Auch richtig schön realistisch gemacht, wie es auch wirklich ist, da mit den Blättern. Haben wir zum Beispiel keine Blätter, großartig. Finde ich einfach saugut gemacht. Auch die Bäume, dass sie sich bewegen. Ich bin auch in der Meinung, ich persönlich finde, das ist eins der besten Maps, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Man hat hier so viele Produktionen. Man hat wirklich viel. Von Weizenmehl, Dinkelmehl, Roggenmehl gibt es, es gibt die Schneckenzucht, es gibt die Hasenzucht, es gibt den Milchviehhofbetrieb, es gibt den Sägewerk, Steinbruch, Kohle, alles Mögliche. Also es gibt wirklich zigtausende Produktionen, dann gibt es Brötchen, Quarkbällchen, Käse, Schafsmilch, es sind so viel auch an Produktion, die gibt es wirklich nirgendwo. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass es für LS19 noch eine so eine Map gibt, die so viel bietet. Und da muss ich immer wieder sagen, auch zu den Moddern, die diese Karte gebaut haben, ihr habt wirklich Hammerleistung gemacht. Ihr habt eine geile Map gebaut.
Und da habe ich recht, richtig Respekt vor, Hut ab für die ganze Zeit, die auch die da verwendet haben. Also da ist ja wirklich Zeit, Stunden, Monate, Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Natürlich ist, muss ich ja klar, viele sagen jetzt ja, es gab schon NS17, es ist vollkommen richtig, natürlich gab es schon NS17. Ich kann es aber nicht beurteilen, ich habe den LS17 nicht gespielt, ich kenne die auch nicht für LS17, ich kenne nur jetzt hier für LS19 und ich muss sagen, ich stehe dazu, macht einfach weiter, ihr habt wirklich hier in der Map richtig, richtig geile Arbeit geleistet, echt, Hut ab. So, wir sind gleich mit dem Feld fertig. Genau. So, ich danke euch auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Wir werden das Feld hier auf jeden Fall noch zu Ende machen, aber das werde ich ohne euch machen. Dann werden wir die nächsten Schritte morgen mal gucken. Ich bin morgen wieder auch den ganzen Tag unterwegs, so wie heute. Deswegen ist dieses Video sehr spät auch. Ich gucke mal, ob ich es gleich noch hochlade oder ob ich es erst morgen hochlade. Muss ich schauen, weil allzu lange wollte ich auch nicht mehr machen. Ich muss ja morgen wieder weg. Ich danke euch erstmal trotzdem fürs Zuschauen. Wenn ihr in der gleichen Meinung seid, dass sie hier wirklich top Arbeit geleistet haben, würde ich mich auch über eure Kommentare freuen. Wie ihr die Map findet, was ihr so denkt. Und verabschiede mich auf jeden Fall für heute erstmal. Und wir hören uns dann spätestens morgen, wenn nicht aller spätestens dann wieder am Montag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis spätestens Montag.